Werte Lords und werte Ladies, willkommen zurück hier in Funkenheim in Norland mit der verschlafenen Gemeinde. Die Gemeinde, die so verschlafen ist, dass sich der Werte Niasen hat bestehlen lassen. Dem wurden nämlich seine Ringe geklaut. So, sehe ich hier keine Ringe, minus 14, genau. Da ist tatsächlich ein Bandit eingebrochen in der Nacht und hat die Ringe mitgehen lassen. Und unser Nachtwächter hier, der hat mehr geschlafen, als dass er Wache gehalten hat. Ist natürlich nicht so toll, ne? Nee, ist nicht so toll. Aber wir haben daraufhin unsere Armee, wenn man sie so nennen möge, mit ein paar Sklaven oder befreiten Sklaven unterstützt. Also wir haben jetzt hier ein bisschen gepusht in der Hoffnung, dass das sich irgendwann mal auszahlt. Aber das ist halt alles ein sehr zähes Geschäft. Und wir haben richtig Asche investiert. Wir haben richtig Geld investiert in neue Bücher, die wir lernen können. So schaut's aus. So, was war das jetzt? Achso, Autosave. Ich habe mich gerade gewundert. Okay. Eigentlich sollte man... Nee. Hier machen wir auch mal zwei Wachen, sicherheitshalber. Nicht, dass die uns nicht anfangen, hier die Bibliothek platt zu machen. Und die Loyalität unseres werten Niasen ist geschwunden, denn irgendein böser Nachbar hat hier versucht, Zwietracht zu säen. Tja. Und unsere Handelsvereinbarungen mit den Kollegen hier in Sterntal sind ebenfalls beendet. Das wäre für mich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir verlassen die Allianz. Da schicken wir die Malka. Genau. Wir gehen hier raus, weil dann haben wir auch kein Problem mehr mit irgendwelchen Handelsvereinbarungen. Wir gehen hier raus und machen dann unser eigenes Ding. Und nachdem die Malka nur noch einen Tag mal nicht bei uns ist, genau, können wir die gerade noch dahin schicken. Kann die noch einen langen Fußmarsch machen nach Sterntal und dann war es das. Und hier unten um die Banditen müssen wir uns halt dann selber kümmern. So, was ist das hier eigentlich? Ah, hier wird Falkenhorst angegriffen. Schau an. Das macht der Kollege aus Sterntal. Greift hier einfach mal Falkenhorst an. Ein Böser. So, hier Franz Josef, bitte eine feierliche Ansprache halten. Achtung. Jo, wie schön ist der Tag. 7.30 Uhr, da freuen wir uns alle. Früh aufstehen. Und dann geht's zur Arbeit. Ja, ja, da alle freuen sie sich. Ja, einer will raufen. Okay, sehr gut. So, was mit dir? Er betet. Ja, gut, das kann er schon machen. Hoffentlich hilft's was. Man weiß es nicht. Unsere Schweindel müssten doch... Ja, genau, übermorgen kommen die Schweindel wieder. So, dann Mülia ist klar soweit. Ah, jetzt wird's interessant. Die Franziska ist herangewachsen und ist jetzt Teenager und der Edmund ebenfalls. Also, dann haben wir noch die Bastiane und den Gausbert als Kleinkind und die anderen können jetzt... Ne, die Josefa fehlt auch noch. Edmund. Franziska, ja, aber die hat doch schon. Die hat doch beim letzten Mal schon, ne? Komisch. Komisch. Seltsam. Na gut. Kümmert sich die Pastera da halt noch drum. Die Franziska, die soll ja eh was lernen. Dann darf der Edmund auch was lernen. Genau, der Edmund. So, pass auf. Wir haben ja neue Büchlein gekauft. Dann darf der... Bogenkunde lernen. So, Edmund, viel Spaß bei der Bogenkunde. Da machen wir jetzt den Bock zum Gärtner, denn mit Intelligenz 2 wird der wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis der dieses Buch gelesen und verstanden hat. Aber gut, so, wir haben nur noch drei Verbrecher. Ja klar, der eine ist abgehauen mit unseren Ringen, der Sack. Aber es wird schon, hoffentlich, irgendwann. So, da ist auf jeden Fall Zeug da. Das haben sie auch wieder alles nach Hause gebracht, das ist gut. Okay. So, das soll stopp. Was ist das jetzt? Das kann ich eigentlich aufheben, genau, weil... Das machen wir hierüber über die Finanzen, genau. Es wird kein Fleisch am öffentlichen Markt verkauft, sondern das Fleisch ist für den Adel.
So ist es. So, hier unten muss gekloppt werden. Die Pastera, wo ist sie? Die Pastera unterrichtet. Nein, du unterrichtest jetzt nicht. Du sollst eine Inspektion machen, Schätzelein. Ganz dringend. Dann jasen ist das mal was. Ja, klar. Katastrophe ist zu Ende. Endlich. Danke, Matriarchin. Das ist auch Zeit geworden. Ne? Unser Rocken hat gerade so gereicht. Hat gerade so gereicht, aber... Ja, übermorgen jetzt. Ist natürlich blöd, ne? Übermorgen ist echt blöd. Dann haben wir jetzt eine gewisse Zeit lang den Ernteausfall. Okay. Heißt, wir müssen nach Mondsee. Und ein Handelsabkommen machen. Wo sind denn die Asen? Das ist alles. Okay, das ist alles noch versorgt. Das heißt, der Niasen könnte nach Mondsee wackeln. Ja. Und die Beziehungen verbessern. Genau. Nein, das kann nur der Franz Josef, oder was? Echt? Wieso kann das nur der Franz Josef? Ist doch... Okay. Kann nur der Franz Josef. Ist ja spannend. Franz Josef wurde erleuchtet. Hopfeneffizienz. Jawohl, das ist toll. Gott, hier ist Franz Josef. Aber auch der könnte losziehen. Ja, dann macht das der Franz Josef. Also. Beziehungen verbessern. Franz Josef, auf geht's. Was hat der Franz Josef bei Handel? 4. Wow, das ist ja maximal effizient. Mine ist beinahe erschöpft. Hier, ja. Ja, das Problem kennen wir. Oh, was haben wir? Ja, Eisenreserve. Ja, Feind wartet. Wir brauchen eine Kanzlei. Ja, ja, natürlich. 4 Arbeiter benötigt. Klar, wir haben jetzt natürlich ein bisschen mit der Musterung dafür gesorgt, dass unsere Arbeiter reduziert werden, unsere Bauern, aber auch, wir hatten auch Arbeitslose, also deswegen alles okay. So, Rebellion des Erben, ja, Konflikt zwischen Nachbarn. Was habt ihr für Probleme? Tyler. Das ist wieder hier Baumholz. Baumholz hat wirklich mit jedem Ärger, ne? Staubtal. Weißt du was? Da schickt man den Niasen hin. Also, Konflikt zwischen Nachbarn. Das macht der Niasen. Das ist ein kurzer Weg. Das geht sich schon aus irgendwie. Okay. Rebellion ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Da ist die Malka auf dem Weg nach Orden zum Verlassen der Norden, nicht Orden. So, wir haben Nektar gelernt. Sehr gut. Das war dann die Franziska. Die müsste Nektar gelernt haben. Ja, das ist die Franziska. Was wir auch brauchen, ist die Papierwerkstatt, ganz dringend. Darf die Kanzlei noch lernen. Okay. Und für die Kanzlei braucht man eben auch Papier. Da gönnt man sich ja Fleisch. Ja, schau an. Da gönnt man sich das Gute. Menschenskinder da. Aber hallo. So, mal schauen, wie sich das jetzt hier gleich... Köstliches Fleisch plus 11, ja. Plus 19. Okay, das ist wohl dieser Bonus, den wir angesprochen haben mit dieser verbesserten Fleischzubereitung. Ja, aber dann ist die ja eigentlich gut drauf, ne? Also, bis auf die Ruhe. Dann müsst ihr noch ein Bier trinken. Aber es geht wieder nicht. Weshalb auch immer.
Achso, weil in der Halle kein Bier ist. Weshalb auch immer. Warum ist hier kein Bier, liebe Leute? Wo ist das Bier? Oh, Edmund hat Level Up. Intelligenz, ja klar, der ist natürlich fleißig am Lesen, ne? Dann levelt er gleich mal auf. Franz Josef ist weg, okay. Gut. Ja, der ist unterwegs. Der Niasen ist auch unterwegs, aber warum die da kein Bier transportieren in die Halle? Also. Ich meine, es gäbe genug Arbeiter hier oder Diener. Das sind die Bauarbeiter. Da reduzieren wir mal auf 2, würde ich sagen. Und die Diener hier stehen nur dumm rum, ne? Anstatt dass die hier mal Bier an den Start bringen. Trotz Priorität, also. Achso, Arbeitszeit von 17 bis 24 Uhr. Ach so, ach, die haben das ganze Bier weggesoffen. Jetzt, ja, na, sowas. Das möge das erklären. Und hier, jawohl, auf die Mütz. Da sind die Neuen dabei, ne? Wobei, nee, das ist kein neuer. Kampf 5, Kampf 4, 2, das ist definitiv ein neuer. 3. Oi, was hat er für Probleme? Achso, Terror gegen die Kultur, na gut. Okay, Statistik, ja, ja, ist schon recht. Ja, die Zufriedenheit sah schon mal besser aus, ne? Es gab mal eine Zeit, da waren die etwas zufriedener. Okay, da ist dann Niasen unterwegs. Habt ihr das Dorf jetzt? Ja, die haben das Dorf niedergebrannt. Falkenhorst wurde zerstört. Ja, die haben auch nichts mehr, gell? Eigentlich sollte man sich die Burschen hier einstecken. Sollte man gleich mal zum Angriff. Zum Angriff, genau. Okay, also. Wie sieht es mit der Rüstung aus? 5 leichte Rüstung. Wir haben auf 10 eingestellt. Nektar, ich will eigentlich gar kein Nektar herstellen, gell? Nee, weil Nektar ist böse. Schmelzofen, den Stahl haben wir wohl schon. Dann machen wir mal bis... Ja, weißt du was, wir machen mal bis 20. Okay. Genau, hier würde jetzt auch Nektar produziert werden. Ach, da brauche ich den Schnaps für. Leistungssteigernd, aber gefährliche Abhängigkeit. Auf der anderen Seite, vielleicht kann man verkaufen, ne? Vielleicht kann man verkaufen. Oder was heißt vielleicht? Bestimmt kann man den verkaufen. Ja, dann sollen sie mal herstellen. Wir müssen ihn ja nicht ausschenken hier, ne? Genau, wir geben ihn nicht aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die den nicht in der Halle dann ausschenken, ne? Nicht im Tempel, Schwann, sondern hier in der Halle. Das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Durchschnittliches Vermögen Einwohner 4. Krieger 2.
Ja, da würde ich jetzt nichts ändern wollen, also. Nee, das lasse ich so. Ja, das lasse ich so. Okay. Was machen unsere Sklaven? Naja, die Laune war schon mal besser, ne? Aber sie sind einigermaßen zufrieden, also wenn man das so nennen kann. Okay. Wo ist denn unsere... Ach, die ist schon hier. Ah, die ist schon da. Okay, gut. Weil da sollte jetzt eigentlich gleich die Meldung kommen, wir sind raus aus der Allianz. Franz Josef ist bereits in Mondsee. Und die Neasen ist in Staubtal. Okay. Also, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Gut, also. Geschätzter Franz Josef. Eine Allianz ist schnell aufgelöst, doch die Konsequenzen dieses Unterfangens vorauszusehen, ist ein weit schwierigerer Akt. Ich muss deine Entscheidung akzeptieren, doch aus eigener Erfahrung möchte ich sagen, dass man Verbündete nicht als Selbstverständlichkeit betrachten sollte. Ich bete für deine Seele, König Stepanomil. Du bist der, der bei uns am meisten profitiert hat, weil wir versucht haben, dich zu verteidigen. Das hat nicht geklappt, aber ne, unsere Truppen haben wir für dich geopfert und von dir kann gar nichts. Mein Herr, von dir kam halt mal gar nichts. Du Pfeife, du. So, aber stopp, Moment, Moment. Wenn wir schon da sind. Die hat Handel 3, ist jetzt nicht die Offenbarung, ne? Aber komm, weißt du was, wir machen zumindest einen Handelsdeal. Kostet... Was? 7? Boah. Nee, 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 7 ist mir zu teuer. Nee. Nein. Abgelehnt. Wir haben ja unten den Niasen. Ja, also, nee, sorry. Okay, da hätten wir dann hier den Kollege in... nee, Quatsch, das hier unten ist Staubtal, genau. Da gibt es plus 12 für unsere tolle Unterstützung. Wo der Niasen am Start war. Können wir jetzt hier handeln? Immer noch nicht. Beziehung verbessern geht auch nicht. Das kann immer bloß der Chef himself. Das ist echt ätzend. Warum kann ich mit dem Niasen hier nicht auf gute Laune machen? Ach so, Moment, Zeit verbringen. Ah, okay. Ja gut, aber das hilft nicht, was die Beziehung angeht, sondern da verbessert er halt die Beziehung mit Niasen. Aber das hilft wahrscheinlich nicht bei unserer gesamten Beziehung, weil die hier gilt gegenüber dem König. Tja. Friedensabkommen. Niasen. Oh ja, das könnte man machen. Dass wir sagen, wir machen ein Friedensabkommen. Vielleicht geht das dann auf die Gesamtbeziehung. Ich gehe mal von aus, dass das so ist. Zuwanderer sind da, jawohl. Heißt, wir können unsere Armee wieder ausbauen. Jawohl, okay, es ist Frieden hier, sehr gut. Und jetzt können wir den Handel machen. Für 4. Na, das ist dann schon ein anderer Preis für 4. Also, das lasse ich mir dann eingehen. So, hier sollte jetzt auch langsam mal was gehen. Dann sind wir wieder bei uns in der Siedlung. Da kommen ein paar neue, dann können wir doch gleich mal hier ein bisschen rekrutieren. So, der Kollege kommt. Der Rest nicht, der ist erstmal unentspannt. Unzufriedene Bauern, ja, das ist natürlich nicht so schön. Dann können wir hier eigentlich auch wieder auf 3 gehen, ja. Wow.
Drei Bier? Ernsthaft? Nur drei Bier? Ist kein Bier mehr da. Ist doch genug Bier da. Was ist los? Okay. Dann machen wir hier Handel. Wir kaufen Roggen. Zwei pro Stück ist okay. Macht der Franz Josef. Plus 187, was? Ach, da ist so abgeerntet worden. Das ist berücksichtigt worden nach den 5 Tagen, ja, immerhin. Ja, ich glaub's erst, wenn es im Lager ist. Vorher glaube ich das nicht. Die Schweinchen werden morgen abgeerntet. Okay. Das klingt auch komisch, gell, wenn man sagt, die Schweinchen werden abgeerntet, aber ja. Okay, unsere leichte Rüstung wird mehr. Papier wäre das nächste, ne? Aber der Niasen, ja, ist ja gerade außer Haus. Das heißt, er kann das gerade nicht. Na schön. So, was machen die Kiddies? Gerade unterrichtet. Pause, Moment, Kleinkind. Er studiert. Hier wird gegessen, der Gausbär, der... Die Josefa flaniert, das ist auch schön, ne? Und der Edmund zweifelt an der Existenz, das ist jetzt nicht so schön, aber na gut. Der ist ja eh mit Lernen beschäftigt, also. Passt schon, was ist das Ergebnis? Staubtal? Handelsabkommen, jawohl. Sehr gut. Danke. Perfekt. So, da kommt die Malka, ja, die... auf ihrer letzten Reise, denn da endet der Vertrag jetzt dann. Ich hoffe, sie gibt die Ausrüstung zurück. Und ich glaube, die hat sie von uns bekommen. Meine ich zumindest. Dass sie die von uns bekommen hat. Handelsvertrag mit dem Drutzowoi. Ist gut. Der Roggen, jawohl. Also, wir beziehen... den Roggen und das Eisen. Und exportieren tun wir aktuell gar nichts. Ist das Dolch oder was ist das? Das ist Dolch, oder? Moment. Ne, Speere sind das. Okay, Speere habe ich nicht, ne? Ich glaube, Speere habe ich nicht. Nein. Speere habe ich nicht, da braucht die Waffenschmiede für. Aber das ist ja in Arbeit. Da, was wäre es er schon wieder? Böse Handlanger. Wir haben 3 böse Handlanger noch bei uns. Und ich hoffe, dass zumindest jetzt einmal hier... Na gut, von 23 bis 4, ja. Naja. Hier, Tagespatrouille machen wir sicherheitshalber auch mal 2. Das ist mir... zu unsicher hier, sage ich ganz offen. Also, schau mal, wie wir Geld verdienen. Mein Gott, wir haben 1000 Minus hier. Junge, Junge, da. Dabei haben wir schon einiges verkauft. Los, jetzt sauft das Bier, Mensch. Ihr müsst das Bier saufen. Wir brauchen Geld. Da oben wird auch bloß gewürfelt und nicht gesoffen, ne? Wir müssen mal so eine Glücksspielsteuer einführen. Wenn da so viel gewürfelt wird. Ole, ole, da freuen sich alle. Hey, was macht denn der Lump hier drin? Geht die Kranken besuchen? Ja klar, glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Wow, der Billigschnaps hat verkauft. Super, Freunde, super. Naja, so wird kein Geld verdient, wenn wir so weitermachen. Nee, da muss viel mehr gehen. Wirtschaftsbericht, ja, minus 700, vielen Dank. Junge, Junge. So, Franz Josef ist zurückgekehrt, jawohl. Ja, der muss jetzt auch erstmal was essen, ne? Mit Josefa reden. Na Quatsch, du gehst jetzt was essen, du Armleuchter. Und der Niasen. Der kann wieder nichts trinken, weil wieder kein Bier da ist, ne?
natürlich. Hey, es ist genug Bier da. Ne? Warum? Warum tun die da kein Bier rein? Ohne Worte. Was macht ihr da? Ihr winkt oder was? Ihr seid doch verheiratet. Ihr müsst doch mehr tun als nur winken. Ach, Manieren lernt der Niasen jetzt. Manieren, yes, das, mein Gott. Gottes Willen, wo soll das enden? Wo soll das enden? Franz Josef geht schlafen, jawohl. Niasen möchte, möchte Poesie lesen, hallo. Ja gut, dann gehst du halt Poesie lesen, wenn du unbedingt meinst. Was hat der Edmund für Probleme? Sieht man nicht, okay. So sieht es also aus, wenn man Poesie liest. Man stellt sie sich vor dem geistigen Auge vor. Aha. Na dann. Ah! Zum Angriff, jawohl. Sehr gut, da ist noch so ein Stinker hier unten, schau mal. Sehr gut, verdammte Banditen hier. Da, unsere Nachtwache hat zugeschlagen. Ja, ja, hier wird nicht geklaut, Freunde. Hier wird nicht geklaut. Weißt was, der kriegt noch eine Belohnung. Der kriegt noch ein paar Ringe. Einfach, dass er sich besser fühlt. Außenhandelsbericht. Minus 88, ja, ja. Da, schau. Für deine wertvollen Dienste, fürs Nichtstun, bekommst du ein paar Ringe. Werter Niasen. Oh, da freue ich mich aber. Ole. Da freue ich mich aber. Da steigt die Loyalität wieder, jawohl. Aber saufen kann er nichts, ne? Einfach, weil kein Schnaps und kein Bier. Und ich kann es nicht einstellen und ich verstehe es einfach nicht. Warum nicht? Aber gut. Dann ist es so. Und dich kriegen wir auch noch, mein Freund. Dich kriegen wir auch noch. So, das soll es aber für heute gewesen sein hier in Funkenheim. Wir sind raus aus der Allianz. Und mal schauen, was das für Auswirkungen haben wird. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns wieder, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.